Hallo zusammen, mein Name ist Bossy HD und ich begrüße euch zu einem weiteren Part Let's Play Amnesia. Ja, im letzten Part habe ich endlich einen Weg gefunden, wo es weitergeht. Ich schätze mal, hier komme ich dann zu den restlichen Teilen, die ich finden werde. Nahrungsvorrat? Warum? Wir hatten hier auch noch einige Rückblenden, dass hier eine Frau irgendwo runter verschleppt wurde. Und Verbindung Blutspuren, Nahrungsvorrat, verschleppte Frau, die übrigens hier rumwinselt. Das hört sich nicht so toll an. Ganz und gar nicht. Fliegen. Hinter ist auch nichts, aber hier mache ich mal lieber Licht an. In die Tür gehe ich jetzt erstmal nicht. Nein, danke. Das schaue ich mir gleich erst an. Gucken wir erstmal hier ein bisschen Zünderbüchsen und dergleichen. Haha, habe ich doch richtig geguckt. Ja, bisschen Öl noch. Wie viel haben wir denn? Zwei, oh. Dann wäre es vielleicht so toll, nicht so viel Öl zu benutzen. Hier wird es ja... Oh, ach, Fass. Das bisschen Licht sollte hoffentlich reichen. Da geht es in einen weiteren dunklen Gang. Dann gehen wir da erstmal nicht lang. Ich mag keine dunklen Gänge. Was haben wir denn hier? Nein, dann gehen wir erstmal da drüben in die Tür. Ja, das sieht nicht mehr so sehr lecker aus hier, das Brot und was auch immer das ist. Wow, wow, wow! Wow, wow! Moment! Moment! Moment. Oh, Zünderbüchse. Kam das? Wow. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Hallo? Ah, komm doch. Oh, Mann. Stellen wir das vielleicht mal zu, damit der da nicht rauskommt. Oh. Mehr Kissen, ich brauche mehr Kissen. Alles rüber. So. Du auch noch. Teppich. Erstmal die Kleinkisten. Alles rüber. Kann ich nicht benutzen, ist zu fett. Alles dahin. Oh mein Gott. Und zu. Du auch noch. Scheiße. Weg. Damit du es niemals aufbekommst. Ey, das sieht doch gut aus. Du kommst noch davor. Du auch noch. Oder vor. So. Du wirst hier nicht rauskommen. Oh nein. Oh. Schauen wir erstmal, was hier ist. Vielleicht habe ich hier einen Unterschlupf, um mich zu verstecken. Nein, dann lassen wir auch das Licht aus. Dann kann ich mich hier später verstecken. Oh, hallo. Vielleicht baue ich mir hier auch ein kleines Versteck auf. Oh, lass mir das mal so, das passt schon. Hinter vielleicht noch was? Nein. Hier noch eine Zünderbüchse. Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich muss da in diesen Raum rein. Auch wenn ich gar nicht will. Ah, hallo. Ah, ich dachte schon. Ein Stück Brot. Können wir nicht gebrauchen. Oh Mann, ich will da nicht rein. Hallo. Der kommt auch gar nicht mehr hier rein. Na du? Ich kann gar nicht die Tür öffnen. Ah, was willst du? Ja. Nein, ich mach dir nicht Platz. Das Ganze vergessen. Oh nein. Moment, warum ging man... Oh, jetzt ist auch noch mal ein Öl.
leer gegangen. Schauen wir erstmal hier weiter. Wir haben ja Zeit. Warum? Die Dunkelheit gefällt mir nicht. Ich höre was. Oh je. Wow! Oh, meine Güte. Oh. Licht, warum gehst du an? Heilige Scheiße. Haben wir hier irgendwas, was wichtig sein könnte? Ich will hier schnell wieder weg. Fuck, ey. Au. Bedenke, Feuer nicht anfassen. Ist heiß, tut weh. Hallo. Mann. Okay, im Moment wird es ein bisschen interessanter hier. Und da haben wir auch die zwei Stäbe. Bevor ich die aber hole, schaue ich erstmal, was hier hinten noch ist. Ah, wusste ich doch. Noch eine Zunderbüchse. Lesen wir uns auch erstmal hier den Zettel durch. Im Falle eines fehlenden Stabes, wenn kein vollständiger Satz Stäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studierzimmer geholt werden. Es könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Wir haben Notfall, also es ist notwendig. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. Ja, nehmen wir die zwei. Hallo? Ich hoffe mal, dass ich hierdurch jetzt kein Ereignis ausgelöst habe. Oh, wow, oh, wow. Oh. In Ordnung. Ich hab dich gesehen. Und du mich nicht. Oh mein Gott, wie komme ich an dem jetzt vorbei? Vor allen Dingen, ohne zu sterben. Der läuft sogar auch über meinen Kram, den ich eingestellt habe. Ah, deswegen ist bestimmt da drüben dieser Part hier mit dieser Trese. Mit dem Tresen. Da kann ich doch bestimmt... Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, lauf, lauf! Oh, ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Oh, 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 lauf. Scheiße. Der kommt doch hier jetzt bestimmt. Aber ich wette, der patrouilliert hier immer im selben Rhythmus. Da muss ich nur schnell genug hinter dem her. Oder der kommt jetzt gar nicht. Vielleicht vielleicht läuft er hier doch nicht hin und her. Oh, ich sehe es jetzt schon. Der ist jetzt vor mir. Ach nein. Oh, oh. Der. Kommst du hoch? Kommst du schon? Oh, doch, du kommst hoch! Aber dann wäre der gerade schon hoch. Oh, doch, du kommst! Du kommst hoch! Du kommst hoch! Oh, fuck. Kommt nicht. Doch, du kommst, du kommst, du kommst. Ich sehe dich. Nicht mit mir. Oh, geh doch weg. Und jetzt läuft er bestimmt wieder da runter. Ordnung. Jetzt muss ich einfach nur hinter dem herlaufen, damit ich dann an dem Tresen vorbei kann, ohne dass er mich sieht. So, so. Sei leise. Daniel, sei leise. Bitte. Ich bitte dich.
Das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Oh. Hallo? Den anderen, den haben wir eingesperrt. Ich hoffe, der bleibt auch da. Was ist der? Oh, wow, 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 wow. Der hat mich nicht gesehen. Wo ist er hin? Der kann sich nicht ducken, oder? Dass er jetzt hier auftaucht, wenn ich um den Tresen rumgegangen bin. Nein. Und, wo war... Da, weg, 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 weg. Egal. Ich will hier raus. Moment. Wow! Nein! Nein, warum? Lauf! Nein, 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 dreh dich doch richtig. So. Vielleicht kann ich mir ein kleines Steck bauen, um an dem dann vorbeizukommen. Nein, fall nicht runter. So. Ja, toll, warum habe ich hier die Kerze angezündet? Oh, verdammte Scheiße, wie komme ich an dem jetzt vorbei? Du drehst dich nicht um, oder? Er läuft weiter, der läuft weiter. Kann ich hier doch bestimmt auch an dem so vorbei. Lauf, lauf! Ich will gar nicht hingucken. Boah. Und weg hier. Ja. Geschafft! Alter. Oh. Meine Fresse. Nie wieder. Was ist jetzt? Das war... Hier war doch eben noch alles so schön ruhig mit sanfter Musik. Ah, ich glaube, die Musik kommt jetzt wieder. Das würde mir gefallen. Moment. Ist das... Oh nein. Ist jetzt auch schon... Oh. Ach Gott. Da auch. Ich komme gar nicht mal mehr zu. Doch, ich komme sogar zurück, wenn ich wollte. Da wächst auch was. Wo kommst du denn her? Heilige Scheiße. Lass mir das lieber. Aber vielleicht. Nein, ich habe jetzt gar keinen Behälter mehr. Oh Mann. Ich fand den Brunnen ja so schon richtig creepy, aber jetzt... Wo läuft das hin? Hm, egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles, um den Aufzug, denke ich mal, wieder in Gang zu setzen. Hier wird nichts sein, oder? In Ordnung. Immer noch sichere Zone. Und... Aber trotzdem noch merkwürdige Geräusche. Dann denke ich mal, können wir jetzt im Maschinenraum die Maschine in Gang setzen und mit dem Aufzug hinab in die Dunkelheit fahren. Ha, freue ich mich. Ist wie Urlaub. Hier oben, Dampf. Den habe ich richtig eingestellt. Oh Gott, warum ist meine Sicht so komisch? Oh, ich hätte ja mehr erwartet, dass hier in dem... Hier unten im Maschinenraum alles Mögliche passiert. Aber... Doch nicht da oben. Wobei doch, Lagerraum... Der Lagerraum war dunkel genug. Schon klar, dass da eigentlich einiges passiert. Ja, Moment. Ein Maschinenteil aus Holz und Metall. Steht bei beiden. Vier Phasen Amplitude. Ach so, ich muss das hier in der richtigen Reihenfolge setzen. Moment, da war doch auch was in meinem Journal drin. Zyklisch. Nee. Notiert sind wir schon richtig. Das? Nein. Anleitung. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Trinity Dampfanlage, Amplitude und Dampfstromkreislauf. Trinity, Amplitude, Kreislauf.
So, was haben wir hier? Amplitude. Trinity. Trinity. Amplitude kommt in das mittlere Teil rein. Amplitude. Kreislauf. So. Das war doch... Oh, da habe ich schon nachgeguckt. Alles klar, die Stäbe hätten wir reingetan. Dann denke ich mal, können wir unten die Maschine in Gang setzen. Aber das werdet ihr alles im nächsten Part sehen. Ich schneide das Ganze hier. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare rein. Über Feedback würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.